Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Road to GC. Wir befinden uns aktuell in einem ungünstigen Loop, weil wir immer einen Schritt vormachen, einen zurück, einen vor, einen zurück. Und in dieser Folge versuchen wir das mal zu ändern und einfach wieder drei schöne, große Schritte nach vorne zu gehen. Und in Spiel Nummer 1 versucht uns ein Duo, diesen Plan auf jeden Fall zunichte zu machen. Und dann gucken wir mal, ob wir das nicht schaffen, doch durchzuziehen. Ah, das ist sogar der eine Typ, der in der letzten Folge, in dem letzten Match im gegnerischen Team gewesen ist. Na gut. Müssen wir ja trotzdem jetzt irgendwie hinkriegen. Er ist drüber. Ah, shit. Ich habe da absolut kein Vertrauen in den Mate in der Situation. Also ich bleib lieber auf der Goal Line und cover, was da eventuell kommen könnte. Das ist unlucky. Boah. Das aber auch, ja. Spawn? Hm, dann halt nicht. Ich dachte, der geht jetzt auf Demo. Na, scheiße. Da hätte ich sehen müssen, dass ich niemals vor dem Gegner an dem Ball bin.
Boah, der Erz hat aber einen fetten Ghost Touch gehabt, ja. Bang. Okay, die haben immer noch nicht verfittet. Nice, das war auf jeden Fall mal wieder ein schöner, saftiger Win. Und hoffentlich der Start vom Ende des Vor- und Zurücks. Mal gucken, mal gucken. Wir sind auf jeden Fall jetzt wieder ein Win vor Division 4. Und 3 Siege von unserer eigentlichen Ausgangsposition von vor ein paar Folgen. Na, schade. Jit. Boah, das war unlucky, Alter. Dann spielen wir den einmal cross. Fake. Nice, sehr schön. Oh, shit. Oh, das wäre ein geiler Pinch geworden. Na? Nice, sehr schön. Gut gemacht.
Oh, das hätte so ein geiler Pinch werden können. Oh, schade, ey. Nur ein Touch. Warten wir auf seinen Bounce. Gehen von der Wand aus. Backpass. Mit Boost. Positionieren. Jetzt hingehen. Ja, nach außen klären. Spawn. Okay, dann nicht. Oh, wow, what the fuck? Wie hat er den denn noch bekommen? Oh, zu feste. Hätte ich noch einen Tick gewartet, wäre er auf den Ball zugefahren und hätte ihn dann geschossen, dann hätte ich ihn auch schön fett in die Corner platzieren können. Dann wäre die Gefahr noch geringer gewesen, dass der Typ den eventuell doch noch irgendwie saven kann. Den übernehme ich gerne. Oh, mein Mate wird gechased. Oder hat er gechased? Ich weiß es nicht. Na, scheiße, ich warte an ihm vorbei. Okay, mein Mate ist nicht da. What the fuck? Soft Touch. Oder zumindest... Oh, Alter. Ja, klar, sicher. Drop ihn direkt vor unser Tor für den Gegner. Das ist richtig, Digga. Was macht der Typ? Ja, und jetzt spielen nochmal hoch. Leck mich am Arsch, Alter. Ja, der ist für ihn. Oh, der kommt ein bisschen hoch. Ja, aber da gehe ich nicht hin. Zu risky. Servus. Oh, warum hat er den Bounce nicht lesen können? Ah, interessant. Da will ich auch rausgehen, ihr Spasten. So, Division 4? Ja, nein, vielleicht, eventuell. Ja, nice. 9 Hereingaben, holy shit. So, und auch in der dritten Folge, in der dritten Runde von dieser Folge spielen wir wieder gegen ein Team. Und ich kann mich auf jeden Fall an diesen Step-Bro-Typen erinnern. Den hatten wir in irgendeiner der ersten Folgen. Oder zumindest auf jeden Fall hatten wir den in der ersten Session. Oder war das damals bei Threes? Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall habe ich schon mal mit dem gespielt.
Das ist das, was ich damit ausdrücken möchte. Gut, war irgendwie anders geplant, aber okay. From Zero. Ja, ihr seid immer noch Nullen. Spaß, beruhigt euch, war ein Scherz. Ich dachte, der ist drin. Dezent verkalkuliert, ja. In keinem Paralleluniversum komme ich da oben dran. Wenn der Typ schon das Momentum hat. Jump aus der Hölle anscheinend. Boah, ist es möglich, dass der Dude doch mal ein Tor skippt, oder keult der sich jetzt jedes Mal drauf ein? Ja, natürlich. Natürlich ist der mit dem Ball in der Corner. Ah, der Pass kam nicht quer genug. Oh ja, klar, er ist hinter mir. Nice. Also wenn ihr wissen wollt, wie man sich für einen Pass positioniert, fragt auf jeden Fall nicht meinen Mate.
Ja, ich habe auch keinen Bock mehr auf den Mates. Gut, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten. Bis dahin, haut rein, peace.